Du hast immer das Intro gemacht. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Doppelpack. Günstiger. Heute mit... Das ist genau das gleiche Problem. Wir sprechen dann gemeinsam los. Wir müssen uns darauf einigen, wer anfängt. Okay. Ja. Ich. Ja. Heute mit der liebreizenden, frisch erholten Landrodde Stefanie. Und vor mir sitzt ein Mann, für den Mau Mau nur ein lächerliches Kartenspiel ist. Der Skat-Turnier... Meister des letzten Tages, Tommy. Hallo. Hallo. Und dann haben wir noch den Jörg bei uns. Ja, hi. Hi. Ja. Na, ihr zwei. Wer Jörg ist. Na, du einer. Wer Jörg ist, erfahrt ihr ein bisschen später. Herzlich willkommen erstmal zu unserer ersten Folge des neuen Formats, das Tommy und ich ja so ausgeklüftet haben. Wir sind ein bisschen aufgeregt, weil das ist jetzt unterscheidet sich komplett, das neue Format, von dem, was wir vorher gemacht haben. Willst du noch mal kurz wiederholen, was wir so und so gedacht haben? Eigentlich nicht, aber ich tue es trotzdem. Mhm. Wir haben Experten dabei. Unser Experte heute ist der Jörg, der sich auch dazu bereit erklärt hat, uns in seine Wohnung einzuladen. Mhm. Danke dafür schon mal vorab. Ja, gerne. Es gibt heute keine Flugzeuge. Ich habe gerade ein Flugzeug gehört, möchte ich ganz ehrlich sagen. Doch, ihr hört noch ein Flugzeug. Ja, aber da. Zu dieser Zeit nicht. Und wenn, dann auch eher in dem anderen Zimmer als in diesem Zimmer, in dem wir gerade sitzen. Okay, wir haben hier Team Steffi und Jörg gegen Tommy. Alles klar, ich hab's verstanden. Nee, Tommy. Jörg ist unser Premierengast. Genau. Und ich würde mal sagen, dadurch, dass er auch unser Premierengast ist, kann er uns gleich mal erzählen, was er denn in den letzten Wochen, Monaten, Jahren erlebt hat. Ich glaube, wir reduzieren. Gehen wir auf zwei Wochen. Gehen wir auf zwei Wochen. Genau, weil Tommy und ich fragen immer uns gegenseitig am Anfang der Folge, was wir so gemacht haben in den letzten zwei Wochen. Ja. Und du bist natürlich auch dazu eingeladen, ein bisschen zu erzählen, wie deine letzten zwei Wochen ausgesehen haben. Ja, musst du mal kurz nachdenken. Also ich komme jetzt gerade direkt aus Schleswig-Holstein, aus Flensburg, weil ich da ein paar Tage verbracht habe. Das habe ich gemacht. Und sonst, oh, gute Frage, ich habe jetzt nicht so viel spannende Dinge gemacht, weil ich gerade etwas lediert bin. Ich habe mir den Arm gebrochen und bin da eher mit der Rekonvaleszenz beschäftigt. Das heißt, ich mache Krachengymnastik, sitze hier zu Hause, schlafe, lese etwas, gehe spazieren, mindestens 10.000 Schritte. Dürfen die Hörer erfahren, wie das passiert ist? Ich bin beim Eisfahren, nicht Eisfahren, sondern beim Schlittschuhfahren, das ist jetzt ja schon fast Jahrzehnte her. Nein, es war im März, beim Schlittschuhfahren bin ich ja blöderweise hinten übergeknallt und auf meinen Arm geknallt. Unangenehm. Das tut dem Doppelpack leid. Schade. Ja, unangenehm, würde ich niemandem wünschen. Ich hatte selber noch keinen gebrochenen Arm. Ich weiß nicht, was das für Schmerzen sein müssen. Ich glaube, ich fühle total mit dir, auf jeden Fall. Es sieht nämlich auch so lustig getaped aus, weil Jörgs linker Arm, müsst ihr euch vorstellen, liebe Hörer, sieht aus wie so ein kleines Gemälde. Da sind halt so in blauen Mandala auf dem Arm. Genau. Ja, genau, Mandala auf dem Arm, das stimmt, genau, das kommt hin. Genau, in blauen Tape-Streifen Mandala. Und es sieht wirklich abenteuerlich aus. Also es ist wirklich Kunst, die du am... Ja, das stimmt. Am lebenden Objekt quasi. Mittlerweile sieht das nicht mehr ganz so künstlerisch aus, weil es schon ein bisschen verrutscht ist und dann sieht man ein bisschen was von den Klebespuren an der Seite. Ach, das sind aber, Klebespuren? Ja, ich habe mich schon gewundert. Okay. Das sind keine blauen Flecken. Das keine Tribals, die sich unter die... Nee. Ja, ich meine, andere tätowieren sich sowas auf dem Arm, ne? Und ja, genau, ich dachte, ich tape das halt, ne? Das ist halt auch temporär und dann geht es auch wieder weg. Und okay. So wie der Arm ja auch genesen wird. Okay, aber deswegen jetzt erstmal kein Fahrrad fahren, kein Sport machen, kein Tanzen, kein... Keine akrobatischen Dinge, genau. Ja, deinen Namen tanzen kannst du jetzt zum Beispiel nicht. Doch, ich könnte ihn langsam tanzen, das ging nicht. Aber so ein Salto oder ein Handstand dazu, das ging nicht. Okay, das wollen wir auch gar nicht machen. Tommy, wir haben uns lange nicht gesehen, weil ich hatte Urlaub. Was hast du getrieben in den letzten Tagen? Tatsächlich... Hast du mich vermisst? Nein, wie immer nicht. Gut. Weil wir sehen uns ja den ganzen Tag und da braucht man auch mal eine kleine Pause. Stimmt, auch wieder, ja. Ich habe tatsächlich auch nicht so viel mehr erlebt, obwohl mein Arm noch nicht in Mitleidenschaft gezogen wurde. Ich habe gerade noch mal tief überlegt. Und, was so sieht das aus, wenn du tief überlegst. Was Spannendes sein. Aber tatsächlich war es nichts Spannendes. Ich war... Fußball gucken in meiner Lieblingsbar oder fast Lieblingsbar Moment, neben der Weberwiese. Moment, ich muss noch mal kurz fragen, Bayern
war der erst das Hinspiel gegen Real, ne? Da genau. Das das Rückspiel. Aber das Hinspiel haben sie verloren. Das Hinspiel haben sie verloren und morgen am 1. Mai geht's in das entscheidende Rückspiel. Und ich hoffe, dort wird Bayern denn den Finaleinzug. Hä, wir sind Borussia Dortmund-Fans. Ja, aber es ist Patriotismus. Was ist denn eigentlich mit dem HSV? Steigen die ab oder nicht? HSV wird in der Liga bleiben, tatsächlich. Ich auch. Das du auch? Bleibst du auch in der Liga? Nein, ich denke. Ich glaube das ja auch, weil die haben ja in ihrem Stadion eine Uhr hängen. Eine Zeituhr, wo hochgezählt wird, seit wie vielen Tagen der HSV schon in der ersten Bundesliga ist. Und das ist halt das Schlaue, dass sie hochziehen, seit wann sie in der ersten Bundesliga sind. Und ich befürchte, das ist so was wie ein hypnotischer Effekt, eine Suggestion, dass die einfach auch in der Bundesliga bleiben werden. Ja, ich glaube auch. In der ersten. So. War das ein Teaser für das Thema der Folge? Ich habe mich da einfach mal eingemischt. Demnach war es ein Teaser. Nee, aber tatsächlich habe ich in den letzten drei Wochen nicht so viel erlebt, wie ich hätte erleben können. Oh. Und dementsprechend, the stage is yours. Ja, ich hatte ja Urlaub. Ich komme eigentlich frisch vom Meer und zwar habe ich mir mit meiner besten Freundin zusammen ein Wellnesswochenende in einem 5-Sterne-Hotel gegönnt. Zum, sagen wir mal, guten Schnapper. Den Bademantel haben wir gar nicht mehr ausgezogen. Wir haben die ganze Zeit nur im Spa-Bereich rumgehangen, also sind schwimmen gegangen, Jacuzzi. Ich habe eine Rückenmassage bekommen. Ich war in der Sauna, in der Dampfsauna. Wir haben so 3-Gänge-Menüs gegessen, sehr viel Fisch gegessen, sehr viel geschlafen und wir hatten ein Zimmer mit Meerblick. Also besser konnte man es nicht haben. Und Tommy, es ist verbracht. Weißt du noch, im November, wo wir gesprochen haben, ich soll mir eine neue Couch aussuchen? Nein. Ich habe eine neue Couch. Es ist verbracht. Ein Traum in Pastell-Türkis steht jetzt in meinem Wohnzimmer. Ich habe eine neue Couch bekommen. Das heißt, wenn du das nächste Mal zu mir kommst, da kann auch diesmal jemand drauf schlafen, Tommy. Das heißt, wenn wir noch mal eine Pyjama-Party machen, dann kannst du diesmal auf dem Sofa schlafen. Oh, das ist aber sehr aufmerksam. Denke ich auch. Tommy, willst du ein bisschen was zu unserem Thema erzählen? Wie lautet denn die Fragestellung? Unsere Fragestellung heute ist, warum weiß das Unterbewusstsein mehr, als du denkst? Und genau deswegen haben wir uns den Jörg eingeladen. Und, wenn ihr euch fragt, wer eigentlich Jörg ist, kommt hier ein kurzes Intro. Jörg, Man of Steel, wie ihn seine Freunde nennen. Der ungefähr 45 Jahre alte Hypno-Coach war trotz seines Alters ein riesen Pokémon-Fan. Sein Lieblings-Pokémon? Hypno. Wenn's eines bei ihm im Doppelpack gibt, dann sind das Schuhe. Zu seinen größten Macken zählt er sein Schnarchverhalten. Hobbys hat er nicht. Wasser, Flat White und Tee, ohne die drei Dinge könnte er nicht leben. Seine Mutter sagt über ihn, dass er schon immer seinen eigenen Kopf hatte. Sein erstes Haustier hieß Schnucki und war eine Katze. Sein größtes Geheimnis ist, Dreams are my reality. Sein größter Lifehack, den er in einem Backshop eines kolumbianischen Cafés gelernt hat, einarmig Kaffee trinken und Kuchen essen. Hallo Jörg. Hallo. Hallo Jörg. Ja, hi, Mensch. Vielen Dank für dieses fulminante Intro. Ja, so, das bist du. Das bist du, genau. Ja, ich weiß. Jörg, erzähl mal ein bisschen kurz. Ich erkenne mich wieder. Kubanischer, einarmiger Bandit, was? Keine Ahnung. Jörg, erzähl mal ein bisschen was über dich. Wir haben jetzt schon ein kleines bisschen über dich erfahren, aber was müssen die Hörer noch mehr von dir wissen, außer dass dein erstes Haustier Schnucki hieß? Was machst du beruflich? Und erzähl mal ein bisschen, wie du zum Hypno-Coach geworden bist. Ja, beruflich arbeite ich unter anderem als Hypno-Coach. Ich bin Berater für digitale Strategie oder digitale Transformation, wie das heute ja auch genannt wird. Das heißt, ich helfe Unternehmen, das Digitale zu verstehen und im Unternehmen zu implementieren und begleite sie dabei. Deswegen kommen da halt auch so etwas wie Coaching-Skills dazu. Und genau, das ist das, was ich jetzt ungefähr seit 1999 mache. Da setze ich mich so bisschen mit dieser Thematik Content, digital und Unternehmen auseinander und das aus verschiedensten Perspektiven. Und jetzt ist das gerade der Punkt, wo es sozusagen um so transformative Aspekte geht. Mhm. Das heißt letztlich, wie kann man Change-Prozesse aufsetzen, begleiten, wie kann man Change initiieren und das für Unternehmen, Organisationen, Teams und auch Einzelpersonen. Und da drin findet das Hypno-Coaching seinen Platz.
Aber ganz viele Fragen. Ich muss das mal wissen, wie bist du zur Hypnose gekommen? Ich weiß, du meditierst auch viel und machst Yoga. War dadurch halt so ein bisschen auch der Weg geebnet, dass du sagst, so, Hypnose interessiert mich und ich will da einfach mal eine Coach-Ausbildung machen. Wie bist du auf die Idee gekommen, da wirklich professionell das angehen zu wollen? Ja, im Grunde hast du das schon ganz gut skizziert. Ich habe selber ganz interessante und gute Erfahrungen sozusagen mit hypnotischen Techniken sammeln können. Das heißt entweder, dass ich mit Coaches gearbeitet habe, die hypnotische Techniken verwendet haben, oder dass ich festgestellt habe, dass ich das auch selber im Grunde kann. Und irgendwann dachte ich, das möchte ich ganz gerne vertiefen und selber können. Mhm. So war das im Grunde so der Impuls, das dann auch wirklich richtig zu lernen und das auch im Rahmen von der Coaching-Ausbildung zu lernen, um das entsprechend auch anwenden zu können. Ja. Wie lange dauert so eine Coaching-Ausbildung, wenn du halt im Hypnose-Bereich? Also es ist eine Zusatzausbildung, die dauert, letztlich sind das insgesamt 4 Module. Und den ersten Teil habe ich jetzt hier im September gemacht und den zweiten Teil mache ich jetzt Mitte Mai, also in 2 Wochen sozusagen. Okay. Genau. Das ist aber irgendwie eine Thematik, mit der ich mich schon so indirekt quasi schon sehr, sehr, sehr lange auseinandersetze. Also wenn ich jetzt mal so zurückblicke, als ich so Richtung Abi-Zeiten, da habe ich so ein paar Sachen gelesen, wo das schon ein bisschen in so was wie andere Welten so hineinging. Nicht nur Science Fiction, sondern auch Bücher von Aldous Huxley. Und da wurde es schon so ein bisschen angeteasert. Das hatte schon immer so eine gewisse Faszination auf mich. Und irgendwie so mit den Jahren wurde die Faszination dann wieder stärker. Und dann auch der Wunsch, das wirklich mal selber auszuprobieren. Und danach dann auch verstärkt der Wunsch, das selber zu lernen und dann auch anzuwenden. Ja. So. Und, was die Hörer nicht wissen und jetzt einfach auch mal gesagt werden muss, ich bin ja totaler Verfechter von der Hypnose. Also ich habe selbst schon 2 Sitzungen bei Jörg gemacht, bin total begeistert von dem Thema. Tommy ist da, glaube ich, noch ein bisschen skeptisch. Vielleicht wirst du ja heute auch dazu oder davon überzeugt. Vielleicht. Erzähl doch einfach mal, wie sieht denn bei dir so eine Sitzung aus? Also mir wurde schon verraten, es findet hier statt, wo wir uns gerade finden, in einem sehr, sehr schönen Wohnzimmer. Ja. Und man munkelt auch, dass die Couch hinhalten muss. Genau, also es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Man kann das auf der Couch machen, dass man sich hinlegt, oder man sitzt auf einem Stuhl. Genau, das sind so die 2 Varianten. Man kann es auch im Stehen machen. Ich habe es auch schon im Stehen gemacht. Ach, echt? Das kommt dann halt immer darauf an, worum es quasi geht. So. Und Hypnose ist immer so ein großer Begriff und aus meiner Erfahrung heraus ist es auch häufig so, dass dann viele Leute mit so Vorbehalten kommen. Es gibt dann Leute, die sagen, nee, daran glaube ich nicht. Ja. So, Glauben hin, Glaube her. Das ist halt etwas, was wir Menschen sozusagen können, was uns quasi per Geburt in die Wiege gelegt ist und was dann auch schon über eine jahrtausendalte Kulturtechnik quasi ist. Das heißt, letztlich jeder kann Hypnose, würde ich mal behaupten. Jeder kann Hypnotiseur sein oder jeder beides, kann Hypnose? Beides. Es gibt immer Situationen, wo wir uns auch selbst hypnotisieren. So, zum Beispiel? Beispielsweise, wenn man joggt und irgendwann in so ein Flow-Erlebnis kommt, dann sind da einerseits... Dieser Runner's High, ne? Dieser Runner's High, das hat natürlich auch... Steffi kennt sich da besonders gut aus. Das hat natürlich einerseits auch mit Endorphinen zu tun, aber es hat auch so mit so einer Fokussierung einfach zu tun, dass man dann in so einen Flow-Modus kommt. So. Das kennt Leute auch, wenn Leute Sex haben, da kommen einige auch in so einen Flow, in so einen Flow-Modus. Das passiert aber auch, wenn du in einem Buch versinkst und... Manche kennen das ja, dass man dann das Gefühl hat, man kann das Buch nicht mehr weglegen oder man muss am nächsten Morgen sofort weiterlesen. Oder jede freie Minute. Und genau, so. Ja, das ist auch so ein gewisser Flow-Effekt und beim Lesen ist man dann quasi in so einer Art Trance-Zustand. Und die Hypnose, ist die Hypnose das Mittel, um in so einen tiefen Trance-Zustand halt zu kommen. Ich habe eine ganz blöde Frage, kurz zwischendurch. Kann man während der Hypnose Sex haben?
Während der Hypnose. Ja. Gibt es Völker, die unter Hypnose sitzen? Aber ist es nicht so, zum Beispiel beim Tantra oder so, tantrischer Sex ist doch auch so eine Art von Trance oder so, oder? Das ist doch genau. Also Hypnose ist jetzt kein Ausnahmezustand, sondern Sex ist schon ein hypnotischer Zustand. Alleine um zum Orgasmus zu kommen, musst du ja in so einen Flow-Zustand oder in so einen Trance-Zustand kommen. Und das ist ja, da fängt Hypnose sozusagen schon an. Ich habe nicht eine kurze Frage, weil es gibt ja unterschiedliche Arten von Hypnose. Also ich kenne halt diese ganze Klischee-Hypnose mit einem Pendel vor den Augen und der Mensch ist weg. Genau. Sagt halt weg. Aber aus Erfahrung weiß ich, aus unseren Sitzungen, die wir miteinander gemacht haben, dass es ja nicht der Fall ist. Oder wir haben jetzt kein Pendel verwendet. Nee. Also man denkt dann immer gerne an den Jahrmarkt zurück. Da in so einem Zelt haust dann irgendwie so eine Schamanfrau, die dich hypnotisiert mit einem Pendel. Es gibt ja unterschiedliche Arten von Hypnose. Genau, die Beispiele, die ich jetzt gerade erwähnt habe, das waren eher Beispiele, um deutlich zu machen, dass es halt eine Kulturtechnik ist, die wir alle schon immer beherrschen und kennenlernen. Das, was ich ja quasi in so einer Coaching- oder in einer Hypnosession mache, ist ja ein ganz, ganz bewusster Prozess, wo ich jemand in die Hypnose und in diesen tiefen Trancezustand führe. Das heißt, man kann das mit einem Pendel machen, durchaus. Man kann aber auch einfach den Personen sagen, dass sie sich einen Punkt suchen möchten, auf den sie fixieren. Und dann bin ich quasi deren Begleiter, der ihnen hilft, in eine tiefe Entspannung zu kommen. Und damit sozusagen Zugang zu ihrer inneren Welt zu bekommen. Und innere Welt heißt dann, dass da eine eigenständige Bildproduktion quasi stattfindet. Kannst du vielleicht mal kurz erklären, wie so eine Sitzung bei dir aussieht? Die Person kommt zu mir, dann reden wir erstmal, was ist so dein Anliegen, was ist so dein Thema? Was ist eigentlich los? So sagt die Person vielleicht, ich möchte gerne wissen, so Job ist gerade so gut, aber was ist so mein nächster Schritt? So, und dann sagen wir, okay, gut. Können wir uns dann mal einfach in der Hypnose angucken, wie wäre das, wo stehst du vielleicht in 5 Jahren? Und dann bitte ich die Person, sich einen entspannten Platz hier zu suchen. Viele legen sich dann halt auf die Couch. Manche nehmen sich dann eine Decke dazu. Ich habe da auch ein paar Kissen. Und dann leite ich das dann schon immer damit ein, dass ich sage, fokussiere dich so langsam einfach mal so ein bisschen auf dich selber. Achte mal so ein bisschen auf deinen Atem. Und damit fange ich im Grunde schon an, den Zugang quasi zu schaffen. Und dann sage ich, achte auf deinen Atem. Achte mal darauf, wie du atmest, dass du mit jedem weiteren Atemzug mehr und mehr Entspannung in dich aufnimmst. Ja. Das sind beispielsweise so Formulierungen, die ich dann verwende. Und das mache ich dann so 5 bis 8 Minuten, sage ich mal. Und dann fangen wir sozusagen mit der eigentlichen Coaching-Session an. Bei meiner Sitzung hat mich das so ein bisschen an autogenes Training erinnert, weil so Beine entspannen, also einfach so dieses Beine entspannen, das andere Bein entspannen, Hände entspannen, Arme entspannen, also so, dass man sich bewusst halt wirklich auf die Körperteile konzentriert und dann wirklich auch ruhiger wird. Genau, also das ist im Grunde so ähnlich wie ein autogenes Training, dass der ganze Körper erstmal entspannt ist. Und das hat halt den Vorteil, dass man sich dann mit verschiedenen Themen auch sehr, sehr gut auseinandersetzen kann, aus einer Perspektive der Entspannung heraus. So. Autogenes Training habe ich wiederum selber schon mal gemacht. Ja. Es ist. Da hast du ja schon mal Hypnose quasi gemacht. Das ist genau, das ist ein Stück, ein Teilbereich der Hypnose. Kann man das so sagen? Unter, oder ja. ist eine hypnotische Technik. Okay. So würde ich das bezeichnen. Und bei der Autosuggestion, ich kann mich noch dran erinnern, da musste ich dann immer dran denken. Ich musste irgendwas in den Wolken geschrieben sehen oder irgendwie sowas. Ja. Kann das sein? Das kommt hin, ja. Das ist irgendwie, ich bin ganz ruhig und das muss ich mir irgendwie eine bestimmte Anzahl oder eine bestimmte Häufigkeit oder in einer bestimmten Häufigkeit im Himmel mir malen. Ja. Und dann habe ich halt diesen Zustand bekommen. Ich habe es leider nicht weiter verfolgt. Aber das ist im Grunde schon ein hypnotischer Prozess, in den du da reingerutscht bist. Das ist auch das kann man auch in der Hypnose verwenden, dass ich dann der Person sage, jetzt stell dir mal vor, dass du dir selber auf ein Blatt Papier malst, ich bin ganz entspannt. So, das sind durchaus Techniken, die dort verwendet werden. Und das autogene Training ist dafür da, um ruhiger zu werden, den
wie nennt man das, den Puls zu senken auch? Genau, Entspannung. Dass du in einen Entspannungszustand kommst. Und Hypnose geht noch ein Stück weiter. Das geht wirklich denn auch an die harten Fakten, die gerade in deinem Gehirn rumschwirren. Ja, wahrscheinlich auch ins Unterbewusstsein oder so ein bisschen, oder? Naja, beides, ne? Also dadurch, dass du entspannter wirst, kriegst du einen besseren Zugang zu deinem Unbewussten. So, das kannst du über autogenes Training machen. Mhm. Da kannst du mehr auch auf deine innere Stimme hören. Da fängt das Unbewusste ja quasi schon so ein bisschen an. In meinem Verständnis. Und wenn wir dann in so eine Hypno-Session machen, dann geht es natürlich darum, ein Thema zu bearbeiten. Mhm. Und dann stelle ich dir ja Fragen oder dann sprechen wir einen bestimmten Parcours ab, so dass es darum geht, dass du dir bestimmte Dinge vorstellst. So. Okay. Habe ich den Unterschied verstanden? genau. Hey, was heißt der Unterschied verstanden? Das ist ja quasi noch die Einleitung. So, also auch dieser Entspannungsmodus, und dann ist es ja häufig so, dann fängt bei mir sozusagen die Arbeit an. Ich bringe die Leute erst in einen Entspannungsprozess und dann fange ich mit der eigentlichen Arbeit an. Also bei der Hypnose, wie du sie machst, schlägst du quasi zwei Fliegen mit einer Klappe, und bei dem autogenen Training ist es mehr so einfach nur diesen Entspannungs. Weg, genau, das ist nur die Entspannung, genau. Also nur in Anführungszeichen, ja, natürlich. Genau. Bei mir ist es die Entspannung und gleichzeitig auch das Arbeiten an verschiedensten Themen, die gerade für den oder die Klientin halt aktuell sind. Das hat dann den Effekt, dass man aus einer tiefen Entspannung heraus manchmal vielleicht auch kritische Themen sich angucken kann, aber danach einfach auch sehr entspannt trotzdem nur ist. So, also das ist ein Gefühl, was manchmal bis in den Abend oder den Tag über beziehungsweise die nächsten Tage auch noch in gewissen Teilen anhält. Und das arbeitet in einem ja quasi auch noch weiter. Kann man durch Hypnose das Rauchen aufhören? Ja. Ich wäre allerdings vorsichtig, das jetzt alles auf die Hypnose zu schieben, sondern... der Prozess ist ja eher so ein bisschen anders. Damit schiebst du so ein bisschen auf die Hypnose, dass die Arbeit für dich macht. Letztlich ist es deine Entscheidung. Genau. Und die Hypnose kann dich darin unterstützen, diese Entscheidung vielleicht konsequenter durchzuziehen. Und die eigentlich interessante Frage wäre ja auch, wenn du aufhören willst zu rauchen, was willst du stattdessen? Nee, das sollte ja kein Substitut sein. Man sollte ja Rauchen nicht substituieren. Wir driften gerade in eine ganz neue Fragestellung. Ja, aber wenn du sagst, ich möchte aufhören zu rauchen, dann kann ich sagen, ja, das will ich nicht. Aber die eigentliche Frage ist ja, was willst du denn stattdessen? Also das ist ja sozusagen so eine Plusrechnung da. Muss man immer was dagegen? Nee, dafür. Was dagegen aufrechnen? Oder dafür aufrechnen, wie du willst? Ja. Aber man muss ja nicht... Müssen tut man gar nichts, aber das ist halt immer besser. Das ist eine richtige Psychosendung. Das ist halt immer gut, wenn du weißt, was du möchtest. Mhm. Wenn du sagst, du möchtest nicht rauchen, okay, gut, das ist schon mal was. Was willst du stattdessen? Stattdessen will ich gesünder leben. Ja, das ist schon mal ein Ansatz. Müssen wir das nochmal ein bisschen präzisieren. Gut erkannt. So, aber das würden wir dann auch nochmal in einem Prozess machen. Also dann wäre beispielsweise ein Ansatz, ich bringe dich in diese tiefe Entspannung hinein, und dann sagen wir, okay, so in 2-3 Monaten, wenn du dann aufgehört hast zu rauchen, wie ist dann so dein Wunschzustand? Du möchtest dich gesünder fühlen. Und dann würde ich dich fragen, wie fühlst du dich? So, was für ein Bild siehst du dann, wo du dann bist, so und so weiter und so weiter. Und dann kann man quasi diesen zukünftigen Zustand schon mal in die Jetztzeit quasi holen und dieses Gefühl vergrößern. Ich war jetzt bei Ersetzen mit, ich trinke halt einfach mehr. Das war jetzt das Problem bei der Ausgangssituation. Aber ist doch eigentlich, theoretisch so, wenn man Rauchen aufhört, aus Erfahrung weiß man isst halt mehr. Weil es ja schon irgendwie ein Substitut ist. Aber das hat ja jetzt dann nicht zwangsläufig was mit der Hypnose zu tun. Von daher macht es Sinn. Aber wenn ich aufhöre mit Rauchen und mehr esse, dann gehe ich wieder zu Jörg und sage, ich esse zu viel. Ja. Und so werde ich mich durch mein Leben substituieren. Ja, das kann man alles machen. das ist immer ein bisschen kurz gesprungen. Ne? Ja, klar. Das ist ja auch der Punkt, wenn Leute sagen, aufhören zu essen oder weniger zu essen. So, dann ist eigentlich ja die Frage, was willst du denn grundsätzlich? Wie willst du dich körperlich fühlen? Mhm. So, wie viele Kilo sollen das sein? Und wie fühlst du, also darum geht es dann eher. Als da jetzt so ein Micromanagement zu machen, sondern es geht ja um grundsätzliches Wohlbefinden. Wie soll das sein? Wie fühlst du dich dann?
wenn du dich dann, wenn du das erreicht hast. So, das ist ja so. Ist denn schon jemand mal eingeschlafen? Also ich weiß aus Erfahrung, dieser Entspannungsprozess ist sehr, sehr tief. Aber ist jemand schon mal in deiner Sitzung eingeschlafen? Weil er wirklich so entspannt war. Also ein Einschlafen passiert ja nicht, weil, weil ich die Leute ja in Trance führe. Das heißt, das ist da, das kann sich vielleicht wie Einschlafen, wie Schlafen anfühlen. Mhm. Aber ich rede dann ja auch mit denen in dem Zustand. Und da antworten die auch schon so. Manchmal wissen einige nicht mehr ganz genau, was sie sozusagen gesagt haben, aber prinzipiell wissen die, was da passiert ist. Ich weiß nur noch, so meine Stimme hat sich ganz komisch schwer angehört selber. Ja. Als wäre das überhaupt nicht meine eigene Stimme. Man war so schlaff und die Worte sind so, ich weiß noch, das war total schwer über die Lippen zu bringen. Weil man, also die kamen halt rüber, aber es hat sich so angefühlt, als wäre das nicht ich. Ja. Das war ziemlich strange. Ja, das ist nicht so normal. Ich hatte es auch mal dann, haben wir dann angefangen mit dem Coaching und da fiel es der Person, da hast du richtig gemerkt, wie der Mund sich ganz langsam angefangen hat zu bewegen, als wenn sie so ein ganz großes, schweres, klebriges Kaugummi sozusagen kauen würde. Und sie sagte dann nachher auch, dass das schon schwer war, da anzufangen zu sprechen, weil sie so weit weg war. Sozusagen so. Du hast vorhin schon gesagt, so, dass Leute zu dir kommen, die zum Beispiel halt beruflich jetzt gerade irgendwie wissen wollen, wie es weitergeht. Aber jetzt nochmal so zusammengefasst, wann bringt Hypnose was oder für wen eignet sich Hypnose ganz besonders? Ist ja eine Art von Coaching. Warum denn nicht eher so, sag ich mal, Psychotherapie, Verhaltenstherapie oder ein Fitness-Abo abschließen? Also wann suchen Leute dich auf? Ist es halt, weil sie tatsächlich nicht mehr weiter wissen, weil sie verzweifelt sind, weil sie nach einem neuen Weg suchen. Wann ist sozusagen? Ja, weil sie nach einem neuen Weg suchen, das ist so der Punkt. Also ich meine, Hypnose ist ja halt auch was dann auch im Rahmen von der Psychotherapie angewendet werden kann. Oder Verhaltenstherapie ist ja quasi nur nochmal ein anderer Ansatz. So, letztlich geht es darum, Leute wollen etwas in ihrem Leben ändern. Mhm. Und das ist darüber ein Weg. So, weil es dann so, genau. Du kannst halt viel über, sage ich mal, nachdenken und mit anderen Leuten drüber reden, auf den Weg bringen. Manche Dinge kannst du aber auch vielleicht effektiver auf den Weg bringen, dadurch, wenn du dich mit deiner eigenen inneren Bildwelt auseinandersetzt. So. Prinzipiell, wenn Leute in ihrem Leben Veränderungen haben möchten, so aufhören zu rauchen, bisschen unzufrieden im Job, wie soll da der neue Job sein oder... Die Palette an Themen ist im Grunde riesig. Also wie war eigentlich die Resonanz danach? Ich meine, wirst du wahrscheinlich dann auch noch zu den Leuten noch Kontakt gehabt haben. Hat sich tatsächlich bei denen dann auch ein Stück weit was verändert? Also aufgrund dessen, dass sie halt bei dir waren? Hast du da Feedback bekommen? Ja, habe ich bekommen. Also bei einige sind dann wirklich in so eine Art Veränderungsprozess richtig reingekommen, wo sie... an bestimmten Themen eh schon gearbeitet haben, die dadurch aber ein bisschen auch noch verstärkt angeschoben wurden und wo sie ganz gut Zugang zu diesen Themen bekommen haben und wo sich da auch einiges gelöst hat dann so. Mhm. Genau, ja. Reicht eine Sitzung? Naja, es kommt ja immer... Findest du eine Sitzung sinnvoll? Ja, klar. Ja, auf jeden Fall. Also sinnvoll ist das in jedem Fall. Es hängt halt vom Thema ab, ne? Mhm. So... Also wenn du jetzt sagst, boah, ich habe hier richtig hart Liebeskummer, mir geht's richtig dreckig, würde ich sagen, ja, aus dem Bauch, lass mal so 5 Sitzungen gucken, dass du dann so ein bisschen mal auf die Füße kommst, dass du Abschied nehmen kannst, dass du eine Form findest, wie du gut trauern kannst und dass du dann vielleicht auch eine Form findest, wie du wieder neuen Schwung in dein Leben bekommen kannst, sag ich mal so. Mhm. 5 Sitzungen, alle 1 bis 2 Wochen vielleicht eine, so würd ich jetzt denken, dass das vielleicht ein guter Weg sein könnte. Das ist aber auch nie festgeschrieben, sondern das ist dann immer nur die eine Art Idee oder ein Ansatz, daran zu gehen und dann guckt man einfach, was passiert nach der ersten Sitzung, wie fühlt sich die Person so. Kurz da jetzt noch die Frage, ich meine, du bist Berater für digitale Transformation etc. Wie hast du es überhaupt geschafft, dass Leute zu dir gekommen sind?
Hast du denen einfach mal so nebenbei gesagt, auch übrigens mal Rezipnose, komm mal vorbei, wenn du irgendwie Probleme hast mit deinen Freunden oder irgendwas? Oder wie hast du dir deine ersten Schritte halt quasi gemacht? Waren es Freunde, die du zuerst quasi hypnotisiert hast? Ja, genau. Ich habe das in meinem Freundeskreis so ein bisschen quasi gespreadet und darüber. Und dann ging das Schritt für Schritt. Genau. Also es ist jetzt auch nicht etwas, was ich sozusagen die ganze Woche über betreibe, sondern wo ich immer so ein, zwei, drei, vier, sage ich mal, Klienten habe, mit denen ich arbeite. So, das ist für mich auch eher das adäquate Format, weil das ein Prozess ist, wo ich mich sehr fokussiere. Und wenn das jetzt mein tagtägliches Geschäft wäre, dann wäre mir das einfach auch zu viel, weil ich muss mich auch auf den Prozess selber einlassen. Und das... da brauchst du eine Konzentration für. Gibt es da so mal Sachen, die du erfahren hast, die du lieber hättest nicht erfahren wollen? Also man kriegt ja schon sehr viel Persönliches mit. Ja. Und das ist ja so, du begleitest die Klienten ja auf ihrer Reise, kriegst natürlich da auch sehr viel Einblicke in ihr Bewusstsein, ihr Unterbewusstsein. Ja. Gab es da auch mal, ohne jetzt ins Detail zu gehen, aber gab es auch mal so unangenehme Momente für dich, wo du sagst, oh, das hätte ich jetzt lieber nicht wissen wollen? Kurze Zwischenfrage da, können die Leute sich exakt an alles erinnern, was sie in der Hypnose gesagt haben oder was du gesagt hast? Ja. Ja, das kann ich sagen. Ja, das Sagen ist auch gar nicht so das Ding, sondern eher das, was die da quasi erleben, weil die tauchen da in eine eigene Bildwelt ein. Das ist eher der Punkt. Und ich kriege da immer nur einen Teil von mit und ich frage ja immer nach, um eine Idee zu bekommen, was passiert gerade, wo stehen die da gerade, so. Und zurück zu Steffis Frage, so, gab es mal so Momente, wo die dann aus der Trance gelöst worden sind und ihr euch dann beide angeguckt habt und beide so, boah, das war jetzt aber ein bisschen krass, was da ans Licht gekommen ist. Und weil es ist ja schon ein Stück weit Intimsphäre, was man so teilt und du kriegst ja da schon sehr viel Einblick, aber gab es da auch mal so... Ja, ich überlege gerade, in der Form, boah, krass, was ist denn da jetzt passiert? Also natürlich, dass wir dann im Gespräch danach dachten, das war ja schon ganz interessant und das war ja auch irgendwie ganz heftig, so, wie nimmst du das jetzt wahr? Mhm. Sowas schon, aber es war halt jedes Mal, das fand ich immer so erstaunlich, dass die Personen, die das quasi erlebt haben, dass die schon eine Idee hatten, was die daraus lernen oder was die daraus ziehen können. So, das war jetzt aber nie, dass ich dachte, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was passiert da? Gibt es Menschen, wo du sagst, so, oh, für die ist Hypnose gar nicht geeignet? Also ist Hypnose tatsächlich für jeden Menschen geeignet oder sind halt so bestimmte Vorbelastungen bei Menschen halt so, die es nicht gerade irgendwie möglich machen, eine Hypnose in Anspruch zu nehmen, wo man sagt, so, die sollten lieber Abstand von Hypnose nehmen oder ist es tatsächlich so ein... Also ich arbeite jetzt als Hypnocoach, deswegen darf ich mit niemandem arbeiten, der eine psychiatrische Diagnose hat. Wenn jemand psychotisch ist und Medikamente oder sowas nimmt, dann ist das nicht sozusagen angebracht. Dann kann das einfach auch noch getriggert werden dann. Ach, tatsächlich. Also wenn Medikamente im Spiel sind, sozusagen, also Psychopharma... Nicht zwingend, es hängt da nicht an den Medikamenten, es hängt jetzt erstmal an der Diagnose. Da habe ich dann sozusagen nicht den entsprechenden Background und da würde ich dann auch einfach... Kann ja dann auch ein bisschen gefährlich werden, so auch so ein bisschen, was man dann so triggern könnte, ne? Genau, das ist der Punkt. So, also es gibt ja auch, wenn man meditiert, gibt es auch bestimmte Depressiva, Antidepressiva, wenn die Personen diese nehmen, dann sollten sie nicht diese... Meditation machen, weil bestimmte Dinge dadurch getriggert werden. So. Also es geht schon, greift schon ins Psychische ein. So. Und eignet sich Hypnose auch für Kinder? Kann man das auch bei Kindern anwenden? Ja. Also die Gute-Nacht-Geschichte ist quasi die klassische Form der Kinderhypnose. Das ist so. Grimms Märchen sind ja sozusagen auch ein Medium quasi, worüber auch psychologische oder psychische Konflikte auch verarbeitet werden kann für Kinder. So. Und wie gesagt, die Gute-Nacht-Geschichte ist im Grunde so die klassische Kinderhypnose. Oder manche Erwachsene hören ja auch Hörspiele, um gut einschlafen zu gehen. Ich das ist dann auch so, eine gute Schlafhypnose. Ich bin so erstaunt, welche Form Hypnose in unserem Alltag annimmt. So Bücher lesen, dieses Buch nicht mehr aus der Hand nehmen können. Hörspiele zum Einschlafen, Gute-Nacht-Geschichte, das sind ja... Wie sieht es denn aus mit Storytelling und Hypnose? Ja, das ist ein wesentliches Element, Storytelling und Hypnose. Das hängt sehr stark miteinander zusammen. Ja. Weil das
unbewusst wird so gesagt oder je nach Ansatz, denkt halt in Bildern. Und mhm. Storytelling ist ja ein Erzählen in Bildern quasi. Mehr oder minder. Das hängt da sehr, sehr arg mit, direkt miteinander zusammen. Das, ja. Und wo wir gerade noch bei diesem ärztlichen Aspekt waren, wenn halt Psychopharmaka zum Beispiel zum Tragen kommen, mein Zahnarzt bietet an, dass man sich mit Hypnose quasi in einen Zustand leiten lassen kann, der es angeblich verhindert, dass man Schmerzen spürt. Und das finde ich schon ein starkes Stück. Ja. Also das, ich kann es mir nicht vorstellen. Könntest du sowas auch theoretisch? Könnte meine Zahnärztin dich anrufen und fragen, hey Jörg, könntest du mal kurz dafür sorgen, dass der Tommy keine Schmerzen beim Bohren hat? Nee, das könnte ich jetzt nicht. Mhm. Die Ausbildung, die ich mache, da gibt es noch verschiedene Übermodule sozusagen und sowas musste ich dann noch belegen, um quasi eine klinische Hypnose machen zu können. Das kann ich nicht, aber jetzt vor kurzem habe ich einen Artikel auch gesehen, das war glaube ich in Gera, dass es auch eine Gehirnoperation gegeben hat. Unter Hypnose, so, das sind... Wie? Unter Hypnose keine Schmerzmittel oder was? Ja, genau. Also der Patient hat kein Betäubungsmittel bekommen? Nee. Deine Anästhesist hatte frei, deswegen mussten wir das irgendwie... No way. Das war eine Gehirnoperation, wo sozusagen die Ergebnisse, ob das sozusagen geklappt hat mit dem Eingriff, auch nur ohne Medikamente sozusagen festgestellt werden konnten. Und er war dann halt auch im Bewusstsein quasi? Unter Hypnose war der. Am Gehirn operiert. Oh ja, Gott, ja. Gott, oh Gott. Also es in dem Sinne ist es ein sehr, sehr weiches Verfahren, weil du halt nicht so hart unter Medikamente gestellt wirst. Das ist gut möglich. Aber will man das gerade so mitbringen, wenn der Schädel einem aufgebohrt wird? Also ich finde das irgendwie so... Das, ne, das kriegt die Person ja nicht mit, weil sie ja sozusagen in Hypnose versetzt ist. Das ist wie beim Zahnarzt. Naja, aber ich meine ganz ehrlich, aus einer Hypnose kann man ja auch leichter wieder raus als aus einer Betäubung. Oder also du kannst dir selber entscheiden, was ist, wenn du irgendwie aus einem Reflex heraus irgendwie die Hypnose verlässt oder so. Also, weißt du, was ich meine? Ja, das ist richtig, aber den Prozess, wie der jetzt konkret abläuft, den kenne ich da jetzt nicht, aber es gibt ja immer sozusagen einen Weg da raus, der abgesprochen ist. So. Ja. Okay. Nee, das muss ich jetzt gerade noch verarbeiten. Oder wie gesagt, beim Zahnarzt ist das halt irgendwie eine Sache, die gut machbar ist. Ja. So. Es gibt auch Menschen, die können sich selbst hypnotisieren, dass sie jetzt zum Zahnarzt gehen und das dann komplett ohne Schmerzmittel absolvieren. Wie läuft das ab, wenn man sich selbst hypnotisiert? Wie sieht Selbsthypnose aus? Ja, so wie du das schon beschrieben hast mit dem autogenen Training, das ist halt sozusagen auch ein Prozess, den du durchläufst, wo du dir das immer wieder sagst und immer wieder sagst und dann, das ist eine Frage der Übung. Kannst du Selbsthypnose? Könntest du zum Zahnarzt gehen und sagen... Nee, das könnte ich jetzt nicht. Das könnte ich jetzt nicht. Zahnarzt war jetzt nochmal eine Spezialdisziplin. Nein, das könnte ich jetzt nicht. Aber könntest du dich hier auf deine Couch legen und dich selbst hypnotisieren? Ja, also ich meditiere ja, das ist auch eine Form von Selbsthypnose quasi. Und da habe ich auch quasi so Bilder, auf die ich mich fokussiere, mal mehr, mal weniger. Oder Energien, die ich aufnehme. So. Wie oft machst du das? Machst du das ab und zu überhaupt? Ja, also so, ich sag mal einmal täglich. Hilft dir das auch? Einmal täglich. Hypnotisierst du dich selber oder meditierst du? Meditiere ich, ja. Okay. Hilft dir das denn auch selber so, gerade auch bei der Regeneration deines Armes? So also ein bisschen gerade, es sind ja auch Schmerzen und ja. Unannehmlichkeiten. Ja, ich beherrsche ja nicht diese Selbsthypnose, wo ich quasi so die Schmerzen da überwinden kann. Deswegen, das hilft mir jetzt nicht so sehr dabei, aber dass ich manchmal eine Entspannungsmeditation oder Hypnose mache, wo ich mir dann vorstelle, dass da irgendwie Wasser durch den Arm läuft oder dass ich durchs Atmen sozusagen Heilenergie aufnehme und dass das für den Arm gut ist. Und das, was ich direkt merke, ist halt, dass sich die Situation beim Arm dann ein bisschen entspannt. So. Mhm. Genau. Das kann das ein bisschen stützen und fördern, dass du einen anderen Zugang halt dazu bekommst gerade. Mhm. Ja, ich würde halt gerne mehr einen Zugang zur Meditation. Ich bewundere das wirklich, wenn Leute das wirklich können, morgens nach dem Aufstehen sich wirklich 10 Minuten hinzusetzen und zu meditieren, was ja auch eine Form von Hypnose ist. Ich schaffe es nicht, weil ich morgens so unter Strom stehe, also wirklich dann alles so Timing knapp bemessen ist und ich bewundere das, wenn Leute das können, erstmal die Ruhe finden. Ich glaube, das macht halt auch viel mit dir im Alltag. Also
Ja, na, letztlich ist es halt eine Frage der Fokussierung. Ne? Mhm. Also das heißt, dass du... Viele denken ja, wenn es ums Meditieren geht, dass sie nichts denken sollen. Ja, sondern es geht wirklich nur ums Fokussieren. Ja. Das Zulassen, was gerade da ist. Es könnte auch heißen, dass man sich 10 Minuten hinsetzt und mal auf den Boden guckt und mal das so beobachtet, was im Kopf abgeht. Das reicht ja schon. Okay, dann fange ich erstmal damit an. So. Mich auf meine neue Couch setzen und erstmal nur sitzen. Also, das sind schon so, das ist auch schon sowas wie Meditation oder Hypnose, je nachdem. Tommy, was macht dein Unterbewusstsein? Ich sehe, das rattert gerade. Dein Unterbewusstsein ist stark am Rattern, das kannst du wissen. Ja, das sieht man dir auch an. Hast du noch Fragen? Ich lege mich jetzt einfach auf die Couch und lass es über mich ergehen. Du sollst es nicht über dich ergehen lassen, du sollst es genießen. Tommy, hast du noch Fragen? Ich sehe es an deinem Gesicht, du hast eigentlich 1000 Fragen noch. Ja, es geht. Vielleicht noch so ein paar abschließende Fragen. Weil wir haben natürlich auch noch eine Überraschung für unsere Hörer. Ja, die kommt auch gleich. Die kommt gleich noch. Tatsächlich bin ich halt mega gefangen bei diesem Zahnarzt-Ding. Weil ich mir das einfach nicht vorstellen kann. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da ein Hypno-Coach reinkommt oder ein Hypnotiseur, was weiß ich, und der mich dann quasi in die Lage bringt, dass ich keine Schmerzen mehr fühle. Vielleicht mache ich beim nächsten Zahnarzt, beim nächsten Zahnreinigung, möchte ich mal mit Hypnose haben. Nimmst du Jörg mit? Ne, die Zahnärzte haben dann ja schon so eine Ausbildung. Ne? Und genau. Also Freunde haben das gemacht und einige waren da nicht so zufrieden mit ihren Zahnärzten. Das ist natürlich ja, dass du dich sozusagen dort in so einen tiefen Entspannungszustand begleiten lässt, hängt ja von vielen Faktoren ab. Mhm. Du musst grundsätzlich Vertrauen zu der Person haben. Das heißt, du musst sie auch grundsätzlich irgendwie sympathisch finden und dazu die Stimme irgendwie auch noch attraktiv. So. Das hängt da ja vieles miteinander zusammen. Und das hörte ich halt auch, dass das so minder gut geklappt hat, weil das mit der Person nicht so gut geklappt hat. Deswegen, als ich das dann mit dieser Person gemacht habe, war die erst ein bisschen skeptisch und als wir das dann gemacht haben, war es ein ganz anderer Prozess. Das hat sie dann ganz anders wahrgenommen als das, was sie bei ihrem Zahnarzt gemacht hat. So, das hängt dann auch immer noch davon ab. Ich glaube, meine Zahnärztin hat diese Ausbildung gemacht und die kenne ich, seitdem ich 8 bin. Ja. Von daher könnte das schon mal irgendwas von der Vertrauensbasis her stimmen. Ja. Und du bist relativ oft beim Zahnarzt. Relativ oft beim Zahnarzt. Du warst die letzten 3 Wochen, da warst du 2-mal da. Ja, Kontrolle und Zahnreinigung. Ja, Entschuldigung. Jetzt habe ich jetzt nichts mehr. So. Nee, tatsächlich habe ich gerade keine Frage mehr. Wenn du noch eine Frage hast. Ich bin wunschlos glücklich. Ich hänge immer noch dem Bild hinterher, am offenen Gehirn ohne Betäubung zu operieren. Das werde ich zu Hause googeln, weil ich mir das tatsächlich nicht vorstellen kann, weil das einfach zu krass ist. Ich habe zu viel Grey's Anatomy wahrscheinlich geguckt dafür. Ja. Ah! Mir ist hier noch was. Wir wollten noch was machen. Tommy, was hast du gerade auf den Tisch geholt? Erklär das mal. Ich habe die Story Cubes auf den Tisch geholt, denn davon wurde mir schon viel in unserem Vorabgespräch erzählt. Mhm. Erzähl doch mal was darüber. Was machen die Story Cubes? Wofür sind sie da? Und worum geht's? Also die Story Cubes, oder anders gesagt, wenn ich Leute coache, dann arbeite ich gerne mit hypnotischen Anwendungen. Das kann wirklich eine tiefe Trance und Hypnose sein, in die ich die Leute führe. Das kann aber auch sein, dass ich beispielsweise auch mit Lego arbeite. Oder es kann halt auch sein, dass ich mit diesen Story Cubes arbeite. Und das sind halt Würfel, da sind verschiedene Symbole drauf. Und ich würde das gerne mal mit Tommy ausprobieren. Ja. Ja, ich auch. Da sind verschiedene Symbole drauf und ich mache das dann halt immer so, dass wir im Vorhinein natürlich nochmal über das Thema sprechen müssen. Gibt es gerade etwas, was dich bewegt, wo du vielleicht einen Zugang haben möchtest, dann kann man das darüber machen. Oder sagst du, nee, ich mache das mal offen, weiß ich gerade nicht und wir gucken mal, was sozusagen mich bewegt.
Naja, also was mir jetzt einfallen würde, wäre das Halbfinale von der Champions League, aber ich glaube, das spielt weniger. Ich will noch mal kurz den Hörern erklären, die Story Cubes sind so Würfel, die auf jeder Seite ein unterschiedliches Symbol haben, nur damit die Hörer sich das vorstellen können. Und ich weiß, dass bei meiner ersten Sitzung haben wir die auch verwendet. Und es war so, wir haben die hingewürfelt und du hattest mich gefragt, welches Symbol mich am ehesten anspricht. Genau. Und jetzt mal so für unsere Hörer als Beispiel, da ist irgendwie eine Uhr zu sehen, ein Schlüsselloch, Regenbogen, ein Zelt, eine Waage, also ganz unterschiedliche Symbole. Und ich würde das gerne mal mit dir machen, Tommy. Wir würfeln jetzt mal einfach alle 9 Würfel hin. Und ich würde gerne wissen, welches Symbol dir unter der Fragestellung Champions League am ehesten anspricht. Wollen wir das machen? Also jetzt nicht so. Oder unter der Fragestellung. Na, die Frage wäre einfach noch, wollen wir das mit der Champions League machen? Das nee, ist ja das halt. Oder gibt es irgendwie ein anderes Thema wie beruflich oder vielleicht auch na, Urlaub könnte man auch machen, genau, damit es nicht würde, so würde, heiß wird. Aber genau, ich würde halt sagen Urlaub. Ja. Und da würde ich gerne mal wissen, was in diesem Jahr auf mich zukommt. Gut. Okay, dann würde ich sagen, guck einfach mal schnell über diese Würfel und nimm dir den Würfel, der dir sofort, der dir einfach auffällt. Oder wo es eine Anziehung gibt. Es ist der hier. Genau. Krass. Dann beschreib den mal. Ich sehe da eine Kakerlake oder einen Mistkäfer. Ja. Ja. Und der hat mich gecatcht. Soll ich noch was sagen? Ja. Jetzt hören wir weiter. Was? Ich glaube Kakerlake, tatsächlich. Was macht so eine Kakerlake? Woran erinnert dich die Kakerlake? Ja, Kakerlake erinnert mich an Insekten, mit denen ich absolut gar nichts anfangen kann. Aber was für ein inneres Bild hast du jetzt zu dieser Kakerlake? Den Teufel. Also. Den Teufel, was heißt das? Es ist schon sowas krabbelt und also bei mir geht es direkt weiter zur Spinne. Und, ja. Und Spinnen, oh. Mhm. Vor allem, wenn sie halt so giftig werden. Ich fliege nach Australien dieses Jahr. Ah ja, okay. Und ich glaube, das war der Grund, weswegen mich diese Kakerlake so gezeckt hat. Und das ist, muss gerade sagen, weil hier ist halt auch auf dem Einwurf ein Flugzeug zu sehen. Und ich hätte wirklich alles darauf wetten können, dass du das nimmst. Nee, es hat, weil der Fisch hätte auch gepasst. Der Fisch, ich habe auch so überlegt, der Fisch oder das Flugzeug. Aber dass du das nimmst, nee. Es hätte auch der Baum sein können, weil das rein. Ja. Aber so Kakerlaken, Spinnen und sowas, das ist dir nicht geheuer. Da hast du so ein bisschen... Angst davor. Ja, ja. Dann geht es weiter zu Schlangen und da ist der ganze Spaß vorbei. Ja. Da sind wir uns ähnlich. Okay. Ja. Das wäre so ein bisschen ja die Frage, wie kannst du quasi ja gut damit umgehen, dass du Kakerlaken, Spinnen dort ja vermutlich treffen wirst. Wir hoffen es mal nicht. Deswegen wäre so der Punkt, was also für den Umgang damit, was wäre eine gute Ressource, die du bereits schon hast. Und wenn du da jetzt mal so auf die Würfel guckst, was gibt es da für einen Würfel, der dich jetzt so direkt anspricht? Ja, der Fisch. Ja, nimm den mal. Was siehst du da für... Du siehst da einen Fisch. Fisch, ja. Nämlich an Strand, erinnert mich auch an vielleicht Tiere, die man beim Schnorcheln sehen könnte. Mhm. Oder Fische, die man beim Schnorcheln sehen könnte. Mhm. Und das ist mir schon wesentlich angenehmer als... Kakerlaken, Spinnen und so eine Scheiße. Ja. Und wenn der Fisch sozusagen jetzt für deine Ressource steht, gut mit hier Kakerlaken oder der Möglichkeit, Kakerlaken und Spinnen zu begegnen, wie hängt das, was fällt dir dazu ein? Wie meinst du das? Was bedeutet so der Fisch für dich? Der Fisch bedeutet für mich Frieden auf jeden Fall. Frieden? Ja. Ja. Ein Fisch ist für mich Ausgeglichenheit, in Bewegung sein auch, was ich auch sein werde, weil wir halt so einen Roadtrip planen, die Küste entlang. So wie es ist, Frieden, Ausgeglichenheit, das ist für mich das, was der Fisch widerspiegelt. Ja, okay. Ja. Habe ich das Spiel jetzt gewonnen? Es gibt damit hast du das Spiel gewonnen. In der Börse gibt es keinen Gewinner und Verlierer. Ja, dann ist es nichts für mich. Tommy, wie geht's jetzt als abschließende Frage an dich? Wie geht's deinem Unterbewusstsein? Ja, also mein Unterbewusstsein weiß tatsächlich mehr, als ich denke. Dass ich hier noch auf diesen Insektentrichter gebracht werde heute Abend, hätte ich nicht gedacht. Aber das ist wirklich
Das ist im Tiefen. Ich komme vielleicht nochmal vorbei. Ja. Dann müssen wir die Geschichte mit den Krabbeltieren irgendwie gerade biegen. Ja, klar. So, liebe Hörer, wir haben natürlich als abschließendes Geschenk noch etwas für euch. Und zwar verlosen wir heute zum ersten Mal Premiere, Verlosung. Premiere. Wir verlosen 3, richtig? Ja. Korrigiere, wenn, falls... Ja. Nee, 3 ist richtig. Also 10 Sitz... 3. Wir verlosen 3 Sitzungen für Hypno-Coach-Sessions mit Jörg. Und dazu schreibt uns doch einfach eine E-Mail, wenn ihr interessiert seid, an... Jörg? Im Doppelpack günstiger @gmail.com mit UE. Wir wählen einfach nach vollkommener Willkür aus, wer gewonnen hat. Nein. Wenn euch noch ein schöner Spruch dazu einfällt, schreibt ihn gerne dazu. Wie gesagt, 3 Sessions verlosen wir. Genau, falls euch das jetzt interessiert hat oder falls ihr noch weitere Fragen habt, schreibt da auch gerne. Das könnten wir sozusagen auch per Mail dann noch klären, beziehungsweise auch in so einer Hypno-Session. Ihr werdet da nichts reingeschmissen, sondern nähern wir uns dieser Thematik Schritt für Schritt. Aus eigener Erfahrung weiß ich, es lohnt sich auf jeden Fall. Es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Jörg, vielen, vielen herzlichen Dank. Ja, sehr gerne. Ich habe zu danken. Dass du dich heute unseren Fragen gestellt hast, die von meiner Seite aus auch wirklich alle beantwortet wurden. Wie gesagt, das mit dem offenen Gehirn, das muss ich noch verdauen. Nee, aber vielen Dank, dass du unser erster Special Guest warst beim Doppelverkünstiger, dass wir jetzt heute ein Dreierpack waren. Tommy? Und sein werden in der nächsten Zeit, denn genau. Wir haben schon die nächsten Gäste. Wir haben schon den nächsten, wir haben ja schon den nächsten Gast. Es wird geheimnisvoll, würde ich sagen, oder? Genau. So, als Teaser, mehr wollen wir gar nicht sagen. Wir wollen noch gar nicht sagen, wer es ist, aber es wird auf jeden Fall geheimnisvoll. Genau. Und an der Stelle bleibt uns nur zu danken, dass wir hier sein durften. In dem schönen Zimmer. Ich mache es mir gleich mal gemütlich. Genau, ich lasse euch allein. Ja, herzlichen Dank, Domi. Sehr auch gerne. Dir, Domi. Tommy, auch vielen herzlichen Dank dir. Danke, Stefanie, dass du auch wieder dabei warst. Ja, wie jedes Mal. Wir waren im Doppelpack. Günstiger. Mit Tommy. Steffi. Und Jörg. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.